Wo in aller Welt bin ich? Ja, seid gegrüßt, Leute. Das habe ich mich auch gerade gefragt, denn in der letzten Folge waren wir ja eigentlich in Stonehenge. Wie wir dahin gekommen sind, das ist mir bis heute auch unerklärlich. Ja, auf jeden Fall hat sich dort eine mysteriöse Tür geöffnet und hat uns hindurchgezogen. Und jetzt stehen wir hier vor einem neuen Rätsel. Und wieder einmal müssen wir erstmal schauen, was hier so abgeht. Wir müssen uns ein bisschen zurechtfinden. Ach, guck mal, hier sehen wir schon mal ein paar Hinweise. Mal schauen, was uns der nette Herr wieder hinterlassen hat. Ein absonderliches Gefühl der Bewegung. Nicht vollendet, wie sich drehen. Nicht vollendet, wie fallen. Ich fühle, wie ich die Schwelle überschritt und die Visionen verebbten. Vielleicht sollten sie mich nur an diesen Ort bringen. Ja, keine Ahnung. Der Weg zurück verschließt sich hinter mir. Doch ein Weg voran tut sich vor mir auf. Etwas zieht mich weiter. Ja, wir wurden auch weitergezogen. Falls du bei mir bist, werde ich dir auf deinem Weg Geleit geben. Ich bete, dass du nie gekommen bist. Ich bete, dass du nur ein weiterer meiner Träume bist. Ja, nein, da muss ich dich enttäuschen. Wir sind leider Gottes wirklich auf der Suche, wie auch du, nach dem Nullelement. Wir haben uns völlig verzaubern lassen. So, was ist das hier? Eine Klaviatur. Ne, das sind Noten. Hier beginnt eine Oktave. So, können wir uns mal merken. Okay, hier hat der Herr irgendwas gezeichnet. Ein Notizblock mit einer Skizze des Nullelements. Ja, dann war das vorhin doch das Nullelement. Und nicht nur die Energiequelle? Keine Ahnung. Oh Mann, viele, viele Dinge. Sehr, sehr viele, viele Dinge hier. Dann betrachten wir uns erstmal hier so ein paar Sachen. Also wir könnten, glaube ich, einen Schraubendreher gut gebrauchen. Ist doch was zum Drehen. Aber vielleicht erst später. Okay, so kommen wir schon mal ein Stück voran. Ein Zahnrad scheint zu fehlen. Dauert ebenso ein Zahnrad. Diese müssen wir erst einmal aufspüren. Ein kleines Schlüsselloch. Na okay, für mich sieht das recht groß aus. Hier müssen wir wieder was einsetzen. Eine sternförmige Fassung.
Und hier haben wir jetzt mal die Klaviatur. Sehr schön. Ah, Quatsch, das ist nicht die Klaviatur, aber wir haben hier schon mal Noten. Notenzeilen. Aber das ist auch noch nicht freigegeben. So, jetzt sind wir fast einmal rum. Jetzt sind wir einmal rum. Schauen wir mal oben hier, was hier abgeht. Dort sind zwei kleine Löcher, die darauf hindeuten, dass etwas fehlt. Limited Edition English Drum Table. Oh ja, geil, ist das ein Musikinstrument hier? English Drum Table. Ja, cool. Ein Handabdruck. Okay, wir bekommen schon mal das erste Zahnrad. Das würde uns sehr hilfreich sein. Wo war denn das noch? Hier. Gut, jetzt haben wir schon mal ein von diesen Bügeln haben wir jetzt schon mal bewegt. Dadurch ergeben sich hier schon wieder mehrere Möglichkeiten. Sehr schön. Wir starten zunächst mal mit diesem kleinen Rätsel. Okay. Ey, das sollte, ach so. Okay, der kommt zum Schluss und der da als Vorletzter. Was denn?
Ah, okay, und jetzt machen wir das nochmal. Stopp. Jetzt müssen wir das anders machen. Nice. Hey, du Witzker, was ist das denn? Schon wieder ein Planet? Eine Metallkugel. Irgendetwas daran ist seltsam. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an. Hier ist ein Scharnier dran. Und jetzt? Ist das noch nicht richtig? Ah, push the button. Auf mit dem Deckel hier. Und wir bekommen das zweite Zahnrad. Sehr schön. War das alles hier an dem Ding? Ja, scheint so, denn aus dem Inventar ist die Kugel jetzt verschwunden. Okay. Ja, was soll das sein? Ein Schubfach. Ein paar alte, verblichene Tarotkarten. Und natürlich ein merkwürdig geformter Schlüssel. Ja, der sieht ja echt verschärft aus. Wo haben wir denn so ein sternförmiges Ding? Wo können wir denn das einsetzen? Da haben wir doch was. Gut, jetzt haben wir hier irgendwie die Mechanerie in Bewegung gebracht. Oh, da sind ja die dicken Kurbelarme. Ja, was genau jetzt damit bewirkt wurde, weiß ich nicht. Das werden wir bestimmt noch rausfinden.